Chain Gun, Alter. Chain Gun? Ja, ich habe so einen komischen Truck gebaut jetzt. Alter. Also so ein Chain Gun Panzer meine ich. Finde ich das nicht cool? Nicht? Oh, ich musste gleich erstmal 600 Kakerlaken in den Kopf schmeißen, wa? Ja, Moment, ne? Das Ding hat nicht mal Munition. Nicht so wie in einem Strategiespiel, dass du das Teil baust und der kann direkt losfeuern, weißt du? Aber wäre ja lustig. Ich bin ja so im Prinzip im Moment, weißt du? Ach so, ja, okay. Ich geb dir gleich. Aber das Gebäude für die Einheiten zu bauen sieht lustig aus, tatsächlich. Das sieht richtig gut wie eine Kaserne aus. Oh, hello there. Could you please stop? No. Das Problem ist, die lustigen vier Drohnen, die kann ich leider nicht patrouillieren lassen oder sowas, wa? Aber dafür reagieren die ja eigentlich schon sehr, sehr gut, wa? Das ja, das stimmt, ja. So.
Dann geht's langsam an, Munition zu bauen. Und dann kann ich, glaube ich, ein paar Einheiten produzieren. Hast du jetzt eigentlich schon weitere Hives dazugewonnen durch meine Verschmutzung? Nee. Ah, schade. Ja, alles gut. Dauert, glaube ich, nicht mehr lang. Den ersten KI-Panzer habe ich jetzt tatsächlich auch hier stehen, aber hat halt noch keine Munition, ne? Also, Aber deine Drohnen sind ja schon echt heftig drauf, wa? Ja, ich glaube, das ist somit das Stärkste, was es hier gibt, diese Kompagnon-Drohnen. So, wo habe ich denn hier elektrische Dinger? Da sind elektrische Dinger, so. Was? Elektronische Schaltkreise sind hier viel billiger. Alter. Die kann ich entweder aus Holz und Kupfer machen oder aus Stein und Kupfer. Boah, das wäre ein Traum, ey. Ja. Vehikeldepot. Vehikel? Was ist das denn? Fahrzeuge. Alter. Baue ich jetzt einmal. Außerdem baue ich jetzt einmal diese... diese Rückwärtsmaschine. Ja, wie sie aufräumen. Was? Wo? Deine Drohnen haben gerade einen kleinen Trupp mir platt gemacht. Ah ja, ich sehe da oben die Leichen. Alter. Ich habe diesen, wie sagt man hier, diese komische Mülleimeranlage hingestellt. Ah, nice. Kannst Tempomodule reintun. Hallo. Heftig krasse. Also es ist schon ziemlich cool zu sehen, was es alles so gibt an Mods für das Game, ganz ehrlich. Ja. Ja, jetzt kann ich Treibstoff herstellen für Autos, also für Fahrzeuge. Da schmeiße ich einfach Kohle in so eine Geschichte und der macht da draus, oh, das ist cool animiert. Sehr cool. Alter, wie viel Mühe sich die Leute geben, ne? Wie viel Liebe die da reinstecken. So, was habe ich jetzt? Elektrische Forschungslabore, okay. Elektrische Forschungslabore? Ja, habe ich jetzt erst. Die anderen laufen auf Verbrennung. Alter. Ah, yes, so Umweltverschmutzung. Aber volle Kanüle. Reicht ja schon fast bis zu meiner Base, wa?
Echt? Ja. Warte mal, Umweltverschmutzung. Ah, okay, dann weiß ich ungefähr, wo du bist. Also grob, wo du nicht bist. Ja, weißt du, was ich meine. Ach, alles gut. Ich weiß, wo du bist. Und das zählt. Ach so! Lampen. Yay. Nee! Alter. Junge. Du siehst, dass die Facker von Türmen hier nicht mal Muni haben, wa? Was? Die haben keine Munition? Nein! Du. Ja, eben hatten die Munition, deswegen habe ich gedacht, das bleibt so. Ja, der eine, den ich mal hatte vor ein paar hundert Jahren, der hatte ein paar Schuss Munition, weil ich dem meine 10 scheiß Schuss gegeben habe aus meiner Pistole, weißt du? Ach so. Komplett arm, Alter. Es geht immer noch ein bisschen schlimmer. Das ist ja fast an wie so ein Zocklex von den Ärzten. Ja. Was ist das schon wieder abgeschlossen? Ja, das ist nett, dass das abgeschlossen ist. Erforscht das Radar. Furze. Hallo. Oh, ich kann gleich noch schneller forschen. Ja. Ja, das läuft mittlerweile bei mir auch Gott sei Dank ganz gut, dass ich die Basics halt relativ schnell erforschen kann. Mhm. Hier, als Energieerzeugung so ein literally so ein Krematorium. Das ist einfach ein Klotz, da brennt was drin und da schließe ich ein Stromkabel an, ne? Hallo. Kriegst du mir meine Heizungsanlage im Keller? Nice. Ja. So, was brauchst du? Ach du Scheiße, braucht der viel Stuff? Ja, ich baue das dann mal ab, ne? Obwohl, das war dumm. Ich müsste das eigentlich so. Du baust Zahnräder. Du baust. Warte, was braucht der Fiddlelit? Der braucht Eisenstangen. Leichte Rüstung. Leichte Rüstung mache ich aus Eisenplatten. Die Dinger, das brauchst du sofort reparieren, sobald es mal irgendwie ein bisschen angeschleckt wurde, ne? Ja, da brauche ich aber auch Reparaturkits für, ne? Ah. Eins, zwei, haha, ich hab mich verbaut. Yay! Ha, schon wieder. Yay! Oh, ich kann gleich noch schneller forschen. Mach Kinder. Gut, weißt du? Mach langsamer. Bitte. Ah, noch langsamer und ich gehe in der Evolutionsstufe rückwärts, weißt du?
Ja, vielleicht triffst du auf dem Weg auf meine Ex. Alter. Ich gehe den. Ich, du weißt schon, dass wir den normalen Weg der Evolution nach hinten gehen, ne? Schön. Ach. Aber, ey, ganz ehrlich, soll ich dir eine Sache sagen? Hau raus. Die Mischung, die ich mir vorgestellt habe zwischen Factorio, also dem Aufbauen von Factorio und dem Strategiespiel, ich glaube, die haben wir hiermit. Man muss nur einmal klarkommen mit den Ressourcen und ein paar Truppen ausbilden können und dann kann man das machen. Ja. Wir müssen dringend gucken, dass wir die anderen dazu überreden. Also auf jeden Fall, Ele, der hat da bestimmt Bock drauf. Yes. Ist auf jeden Fall nicht so kompliziert wie der, wie die Runde mit den einen Mods da. Ja. So, ich habe jetzt Population 2000 von 1000. Das ist ein bisschen eklig. Wie schaffst du das? Ich habe ja Dinger, diese Nester, die produzieren durchgehend Einheiten. Alter. Und die brauchen dafür keine Ressourcen. Die brauchen nur Zeit. So, ich produziere jetzt gerade Munition. Und ich produziere... Alter, was brauchen die alles dafür? Ich produziere jetzt gleich auch die ersten Infanteristen. Okay, bin gespannt. Ich kann sogar schon Heavy Infantry, aber das kann ich mir wahrscheinlich einfach nicht leisten. Circuit Units. Nee. Ja. Ich habe mich, glaube ich, zugebaut. Nice. Also, nee, nicht im Sinne von, ich habe eine Mauer um mich herum, das habe ich noch lange nicht, leider. Sondern mehr so im Sinne von, meine Produktion ist zu dicht aneinander. Also musst du quasi wieder alles von neu machen. Unter Umständen. Ach. Du sagst es. Ah, zwei Basic Infantry Typen habe ich schon. Okay, die werden jetzt also nach und nach ganz langsam gemächlich produziert. Nice. Munition kommt auch langsam rein. So. Wenn du gleich Munition hast, dann kann ich ja gleich mal einen Besuch abstatten, ne?
Lass mich mal irgendwie so 5 oder 10 Infantrymen bauen, dann kommst du auch mal mit 5 oder 10 Viechern runter, oder von mir aus sind 20. Und dann lass mal die mal abseits von meiner Base einfach gegeneinander antreten und guck mal, wie das funktioniert. Was sagst du dazu? Ja, können wir machen. Okay, weil lange brauche ich, glaube ich, nicht mehr. So, dein Mannequin steht hier immer noch rum, ne? Ja, passiert. Wartet immer noch auf seinen Einsatz, den die kommen. Ja. So, jetzt habe ich tatsächlich das Problem, dass mein Inventar mal wieder voll ist und meine Drohnen mich weiter zutrichtern wollen. Ja, lol. Alter, guck dir mal das Infanterie, das Vehikeldepot an. Das sieht ja mal nice aus. Kann ich mir nicht angucken. Ach so, ja. Ich sehe es aber gleich. So, jetzt muss ich die Kupferproduktion einmal abreißen. Dann sollte ich vielleicht mal irgendwie ein paar Kisten der Schande bauen. So. Bumbala Bumbudu.
So. So. Alter, nice, ey. Geil. Wie meinst du mit nice eigentlich? Wie das aussieht bei dir? Hat was, ne? Ja. Nee. Ich sehe gerade einfach, dass ich mit der Produktion der Munition für das bisschen, was ich jetzt gleich an Truppen baue, das sind die schwächsten, die es hier gibt, jetzt schon so viel Eisen verbrauche, dass ich gleich aufstocken muss. Ich liebe das Leben. Na, 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 na. Ich brauche Fisch für diese Drohnen. Ich kann mir noch mehr von den Drohnen bauen. Mit Fisch. Alter. Die Vorstellung, dass ein Fischhirn so ein Teil steuert, was so hochintelligent hier rumschwirrt, ne? Alter. Ha, ich habe 20 Infantrymen. So, ich brauche nur noch Pistolen dafür. Und für die Pistolen habe ich aber noch keine Geschichte. Was brauchst du denn für die Drohnen? Für die Pistolen? Tatsächlich nur Eisenplatten und Kupferplatten. Und die Kupferplattenabzweigung habe ich jetzt erst fertig. Das heißt, ich baue jetzt eine entsprechende Fabrik und dann habe ich alles für einfache Infanteristen. So, das heißt, ich baue... Ach, Blödsinn, ich baue hier eine Fabrik. Da. What the fuck, mate? You what, mate? Dude. Ich muss dir dafür sorgen, dass du beschäftigt bleibst. Ach so ist das. Ja, okay. Projektilschaden, Feuerrate. Ja, gib mal her, Alter. Erstmal Schaden. So, weil wir wissen ja auch alle, ich habe ja auch einen Schaden. Passt ja. Wir alle. Boah, freu ich mich gleich hier die Meute loszuschicken, ey. Warte mal, das setze ich nochmal woanders hin, das Radar. Alter, ich sehe da einen, so einen Schrimp, ne? Wie der nördlich von meiner Base steht.
Ja. So. Du baust Pistolen. So, Pistolenproduktion steht, das heißt, ich kann gleich Leute bauen. Alter. Und dann wird noch lustig rauszufinden, wie die kommandiert werden, weil das hat eben mit dem komischen Tool, was ich da habe, dieses Unit Remote Controller, noch nicht funktioniert. Hm. Ach. So, der erste Infantryman wird ausgebildet. Nice. So, die Einheit kann ich auswählen. Und jetzt? Wäre jetzt die Frage, ob das so funktioniert wie bei meinen Viechern, aber dann kannst du die eigentlich mit Rechtsklick umhüllen befehligen. Ja, ich kann. Also, du hast auch diesen Unit Remote Controller dafür verwendet, oder was? Nö, ich befehle die Einheiten so wie in einem ganz normalen Strategiespiel, mehr oder weniger. Okay, nee, das kann ich nicht. Oh. Ach, okay. Zwei Infantrymen habe ich jetzt fertig hier. Alter. Okay. Hold Position, Attack Move. Aber der komische Truck, den ich hier stehen habe, der kann auch nicht fahren. Wird der anders befehligt oder was? Das ist von ARI. Ach, ich sehe, was der Unterschied ist. Okay. Das eine Gefährt, was ich habe, ist von ARI. Da brauchst du, glaube ich, ein Control Center für, um das zu kontrollieren. Das ist das Teil. Ja. Und die Infanterie, das ist von dem komischen Typen mit K Mod. Da brauchst du dann wieder was anderes. Ja, die kann ich sofort befehligen. Das ist so wie deine Bobs. Nice. Wie viele hast du jetzt? Zwei? Ja, aber ich hole jetzt die nächsten Pistolen ran, dann können wahrscheinlich noch mal ein paar mehr gebaut werden. Nice.
Was ist das denn, Alter? Nee, das war jetzt nicht so eine Sache. So. Alter, ist das hier oben eine krasse Schrippsaison, ne? Was hast du oben? Ich hab hier eine Ansammlung von Schrimps. Interessant. Ja. So, baut weitere Mauern. Niemand hat die Absicht. Dude. Also ich glaube, für diese komischen AI-Fahrzeuge brauche ich mehr Dinger. Mehr Dinger? Was für Dinger? Mehr Forschung in Richtung Gebäude. Okay. Da muss ich, glaube ich, erst so eine Art Kontrollzentrum für bauen, weißt du? Das kann gut sein. Aber das sieht aber schon smooth aus, wie deine Drohnen dann die Mauer platzieren. Das ist mega, oder? Du hast 4 Stück davon. Heftig krass. Was haben die denn für eine Reichweite, dass sie da hinten meine Drohne kaputt machen? Ja, die fahren dahin, wo sie gerade merken, dass da was los ist, wa? Alter. Die 4 Sammler-Bob-Typen sind down, oder was? Die was für Bobs? Ne, die sind noch da. Ne, ich hab mich nur gewundert. Die 4 Sammler-Typen, die ich da mal irgendwann hatte, die sind in ihrer Hütte, weil die Hütte voll ist. Alter. Ich wollte gerade sagen, bis auf ein paar Mauerstücke und ein Geschütz habe ich da nur eigentlich schon nichts kaputt gemacht. Alter, was sind das denn da für Leute? Die haben ja alle Gewehre. Das sind die Drohnen. Die Soldaten. Alter. Ja, das sind T-800er. So, davon habe ich jetzt 17 Stück. Ein paar, dann haben wir mal 20 und dann kann man mal was machen. Ja. 20 davon, plus deine Drohnen. Das heißt, wie viele Einheiten soll ich mir jetzt zurechtlegen? Ja, nimm mal irgendwie einen Huni mit oder so, würde ich mal schätzen. Keine Ahnung. Ich habe hier eine kleine Einheit. Aber lass uns das ein bisschen abseits von der Base machen. Wir gehen am besten was nach oben. Also treffen uns quasi in der Mitte. Ja, weißt du denn, wo ich bin? Wie die guten Hooligans. Ja, ich denke mal einfach nach oben ein bisschen, ne? Ich habe ja gesehen, wo du am Anfang gelaufen bist. Das müsste ja eigentlich schon ungefähr passen. Du hast ja rechts neben dir ja den See, ne? Das Meer. Ja. Ja, einfach der Küste folgen, dann kommst du zu mir. Okay.
Dude! Dann. Irgendein komischer Schrimp beißt schon wieder meine Steinmauer. Das hört manchmal. Ich hab die nicht alle unter Kontrolle. Kann ich nichts für. Alter. Bei den ganzen Lichtern von meinen Boys werde ich ja behindert, ne? Die machen dann einen richtigen Rave mitten in der Nacht, weil die sich alle ständig bewegen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so geil finde. Doch, ich finde das mega. Ich finde auf jeden Fall, dass das Ganze ein cooles Projekt ist für zum Streamen, wa? Ja, auf jeden Fall. Wollen wir demnächst auch nochmal wieder zusammenspielen? Ja. Dann eskalieren wir, was das angeht, auch nochmal sehr, sehr geil. Der Ede, der kann dann hier bei mir mit einsteigen, wa? Als Mitspieler gegen den Schwarm. Ja. Das ist so geil, dass ich direkt von Anfang an Drohnen habe, die platzieren und Co. Das macht es echt ein bisschen erträglicher, wobei die ganze Unausgewogenheit zwischen den Mods natürlich jetzt hier dafür sorgt, wie gesagt, dass man am Anfang recht lange braucht, ne? Ja, aber ich sag mal, wenn das jetzt nicht so eine Mensch gegen Alien-Runde wäre, dann wäre das ja okay, weißt du? Ja, das stimmt. So, bauen die hier fleißig? Ja, irgendwie bauen die fleißig. Lol, ich hab nicht mal Tor, glaube ich. Aha. Wenn ich das Schaltungsnetz erforsche, was wir ja von dem Base Game kennen, ja. Danach kann ich programmierbare Strukturen, das ist von diesem AAI-Mod, und danach kann ich dann programmierbare Vehikel. Dann kann ich nämlich dem Panzer hier auch Befehle geben. Ach. So, ich komme jetzt einfach mal mit meinen Infantrymen nach oben. Ich mache jetzt hier einfach ein Loch in die Wand. Und hoffe, dass sie das hinkriegen, den Weg zu finden, weil keine Ahnung, wie gut die Wegfindung ist. Alter, wieso schießt du auf einen Stein? Ja, der schießt halt auf einen Stein, wenn der Stein am Weg ist, wa? Das passiert manchmal, deswegen roden zum Beispiel meine Viecher auch den ganzen Wald weg. Jo. Alter, es laggt. Hast du gerade deine Einheiten am Bewegen? Ja, ich ziehe die jetzt ein bisschen nach oben. Wohin schießt denn der? Ja, okay. So, ich komme jetzt rechts an der Küste nach oben, ne? Ja. Irgendwie. Kann ich hier nichts mehr bewegen. Kannst nichts mehr bewegen? Ich habe hier meine Unit-Kontrolle, aber. Passiert irgendwie nichts mit. Ah, jetzt. Bäh.
Diese Schneelandschaft sieht so richtig gut aus. Ja. Wenn du an einem Wald ankommst, dann bist du bei mir in der Nähe. Ja, hier ist ein kleiner Wald. Hast du irgendwie blaues Gras in der Nähe? Ja. Ja, dann bin ich fast da. Ah, das blaue Gras von diesen Alien-Biomes sieht auch so nice aus. Ah ja, da sehe ich dich. Da ist, glaube ich, dein Schwarm. Auf dem Eis da, oder? Nice. Junge. Jetzt. Jetzt sehen wir die Infantrymen da in Action. Alter. Die machen ganz schön was weg. Oh, da kommt ja noch mehr. Alter. Die scheinen keine Munition zu brauchen. Die sind dann fertig, wenn du den 10 Munitionsdinger in den Arsch schiebst. Dann halten die Fresse für den Rest ihres Lebens, wa? Ja, so muss das. Wie viele Truppen hast du jetzt hier? Ein paar hundert, glaube ich. 200-300 waren das. Okay. Ich habe jetzt hier, okay, das sind ein paar mehr. Ich habe 36 Infantrymen und halt die Drohnen. Die tun es auf jeden Fall, wa? Ja, dann scheint das recht ausgewogen zu sein. Alter. Alter! Alter, was ein Schwarm! Ja, es sind halt nur noch 9 Leute übrig. Dude. Und diese Drohne, ne? Ich bin auch nicht sicher. Schaffen die das, Alter? Alter, was für ein Tornado von der Rotze, ey. Alter. Alle 4 Drohnen leben noch. Das ist so die krasseste Geheimwaffe, ne? Ja. Nimm die Beine in die Hand. Ich kann den Schwarm übrigens nicht mehr kontrollieren, ne? Die haben. Die sind im Blutrausch. Oh nein! Oh, fuck! Ich versuche die mal wegzuscheuchen. Oh, da gibt's ja noch Millionen. Alter, ich geh am Arsch, ne? Oh. Ja, vor allem, was ist das, was du gesehen hast? Alter. Ich habe gehört, wir hören auf, das zu spielen, bis ihr damit einsteigt, ja. Na ja, gut, also wenn da nicht die absolute Übermacht ist und ich vielleicht mal später bessere Einheiten habe, dann klappt das. Ich habe übrigens jetzt mal vor. Ja, eine deiner Drohnen ist jetzt in meiner Base. Finde ich jetzt nicht so koscher, ne? Nicht? Nee, so, ne? Komm jetzt mal mit meinem Panzer nach oben. Mit dem Chang'an-Panzer.
Mal gucken, was ich mit dem reißen kann. Einer meiner Drohnen ist übrigens irgendwie gerade bei mir gespawnt. Hallo. So nach dem Motto... Here I am. Oh, die zweite. Lol, oh, die zweite hat ein bisschen auf die Fresse gekriegt. Die hat sich hier gerade aufgelöst, quasi. Alter. Was passiert denn da? Ach, die machen immer noch Verfolgungs, ja? Diese Drohnen, ne? Alter, wenn die Karussell da spielen, ne? Ja, okay, man muss aber auch dazu sagen, eigentlich hättest du auch nur zwei, ne? Ja, das stimmt. Ja, das wobei ich die auch bauen kann, ne? Seit Anfang an. Also ohne irgendwelche Voraussetzungen. Ja. Weiße, ne? Bist du mit deinem Panzer schon oben? Ja. Ach, lol. Alter, der kann's, wa? Ja, Chain Gun, also das, was du da beim dicken Panzer als Sekundärwaffe hast, hat der hier als normale. So ungefähr. Ja, ne? Ich bin dann mal, Alter. Fahr mal nach rechts. Nee, nee. Du bist ein hässlicher Bastard, ey. Ja, it's okay! Lol, ich hatte Pech, ich bin gestorben. Also, diese Drohnen sind heftig. Definitiv. Haben die dich jetzt kaputt gemacht, oder was? Ja. Und die haben schon. Ach, du bist ja auch noch als Vier rumgelaufen? Ja, ja. Ah, ich bin jetzt auch wieder down. Und diese Drohnen, die reißen alles raus, ne? Ja. Alter. So, was brauche ich denn, um solche Drohnen zu bauen? Fische. Ich hole mir jetzt Fische. Alter, was die für eine Disco-Show da gerade tun, ne? Wie viele sind denn alle vier von dir noch am Leben, von den Drohnen? Ich habe keine Ahnung, weil die ja jetzt irgendwo da oben rumtanzen und nicht mehr bei mir sind. Ja, hier oben sind zwei Stück. Dann sind wahrscheinlich noch zwei am Leben. Alter. Ja, der Schwarm will es, ey. Ich versuche jetzt mal ein paar von den Drohnen zu bauen, ja? Und dann komme ich mal mit ein paar Drohnen hoch. Ach, guck mal, da kommt noch ein neutraler Schwarm, der mir hilft. Nice. Ah! Ja. Ja. Dude! Die laufen jetzt mit, alles klar. Das ist doch ekelhaft, Alter. Gut, ne? Das ist nicht geil, Alter. Das ist, ne. Ja, eine Drohne. Ich sage dir,
Das ist nicht geil. Ne, eine Drohne ist gerade bei mir gespawnt. Lol, dann hat die sich, kurz bevor die weg kaputt gegangen ist, ist teleportiert. Ja. Finde ich übrigens auch ein mega geiles Gimmick, ne? Alter, wie krass sie austeilen können. Ne? Die ist gerade über ein komplettes Netz, neutrales Netz geflogen und hat einfach mal gewunken, weißt du, so, ne? Mit dem Laser. Alter. Diese Drohnen, aber dann weiß ich doch auf jeden Fall, dass ich bei dir mal mit einer größeren Streitmacht antanzen kann. Ja, kommt halt so ein bisschen drauf an, ne? Ich habe ungefähr bei dem ganzen Scharmutzel gerade 1500 Einheiten verloren. Alter. Von wie vielen? Von insgesamt, ich glaube, 3500. Alter. Lol, ich muss Holz besorgen. Lol, meine Forschungsdinger sind kaputt. Deine Forschungsdinger sind kaputt. Was ist denn deine Forschungsdinger? Meine Labore und mein Abbaudingens. Meine Abbausachen sind ein bisschen gelasert worden. Ach so, so beim Vorbeilaufen oder was? Ja. Aha. So, mein Freund, ich würde aber jetzt gerne mal ausmachen. Ja, können wir machen. Dann speichere ich einmal. Yes. Als RTS speichern. So, dann mache ich noch Stream aus.